Hallo und willkommen in meiner Yoga-Küche. Heute wird gebacken. Und zwar einfach, schnell und rund. Wir backen Yogi-Kekse, denn wenn der kleine Hunger kommt, dann brauchst du mal einen Yogi-Keks. Auf geht's! Heute wird es wieder leicht. Du brauchst etwas Zucker. Ich habe Rohrzucker genommen. Etwas Getreidemilch, bei mir ist es Hafermilch, Sonnenblumenöl, etwas Mehl, da kannst du frei sein, ob du Weizenmehl, Vollkornmehl oder Dinkel verwendest, ein paar Rosinen, grobe Haferflocken, Backpulver, Salz, Zimt und Erdnüsse. Ich habe sie selbst geschält, bin erstaunt, wie groß sie sind und werde sie wahrscheinlich halbieren. Dann lass uns beginnen. Du brauchst eine Schüssel und einen Rührlöffel. Bringst 125 Gramm Haferflocken in deine Schüssel. Dann dein Mehl, in diesem Falle Weizenmehl, 55 Gramm hinzu. Wir haben Zucker, in diesem Fall den braunen Rohrzucker, 70 Gramm hinein. Die Gewürze, das ist die Prise Salz. Etwas Backpulver, dann Zimt, davon habe ich hier 3/4 Teelöffel und weil ich die Hildegard von Bingen so sehr verehre, habe ich ein wenig Galgant. Du kannst aber auch Ingwerpulver nehmen und ein bisschen Muskatnuss dazugegeben, weil sie sagte, dass das gut für unsere Nerven ist. Dann rührst du das ein wenig. Einfach alles grob miteinander vermengen. Alles soll sich schön verteilen. Dann gibst du deine Rosinen hinzu, so trocken wie sie sind. Und die Erdnüsse. Ich habe sie einfach geteilt, weil da waren wirklich riesen Jumbo-Erdnüsse dabei. Du siehst, das ist jetzt eine ganze und die kannst du einfach so in der Mitte teilen. Na, wenn sie klein sind, dann lass sie einfach ganz dazu. Noch einmal rühren, damit sich die Rosinen trennen. Hier ist ein so ein Pummelchen aus 4 Stück. So hast du alle trockenen Zutaten beieinander und kannst dann deine Milch und dein Öl, in diesem Falle 100 Öl und 100 Gramm Hafermilch dazugeben. Noch einmal rühren. Und das war's schon. Es ist also am Anfang eine Masse, die bröckelig und bröselig aussieht. Aber beim Backen fügt sie sich zusammen. Meine Empfehlung ist das, jetzt genau so lange stehen zu lassen, wie es braucht, den Backofen anzuheizen. Da empfehle ich dir 200 Grad Ober- und Unterhitze. Der kann dann in Ruhe warm werden. Und ich bereite dabei das Backblech vor. Guck mal, jetzt ist das hier so eine richtig schöne klebrige Masse. Unsere Yogi-Keks-Klebemasse. Und davon nimmst du jetzt so einen Esslöffel voll und gibst das in so einen, ich glaube, das ist ein Reisring oder ein Backring. Ich weiß nicht. Du kannst auch was anderes nehmen. Kannst es auch ohne machen. Aber wenn du die jetzt hier reinpresst, dann kriegen die wirklich so einen schönen Rand und werden alle gleichmäßig. So, wirklich schön reindrücken, weil durch die großen Nüsse, die Rosinen und die Haferflocken ist es am Anfang ein bisschen uneben. So, da haben wir Keks Nummer 1. Na, also normalerweise kriege ich so 8 bis 10 Kekse auf so ein Blech. Wir gucken mal, die Form hat jetzt einen Durchmesser von 7,5 zu 4.
Ja, und die werden wirklich da, kannst du das sehen, so ganz platt reingedrückt. Und es hat auch Zeit, weil es tut den Haferflocken gut, wenn die sich so richtig vollsaugen. Cookie Nummer 2. Da haben wir jetzt 12 riesengroße, wunderschöne Yogi-Kekse, die in den Ofen wandern, voraussichtlich für 14 Minuten. So, 14 Minuten auf dem Punkt sind um. Es duftet köstlich und guckt mal hier rundherum, könnt ihr den braunen Rand sehen. Daran könnt ihr gut erkennen, dass sie wirklich fertig sind. Seht ihr? Was ich ganz schön finde, dass die wirklich Biss haben, ja? Also die sind wirklich crunchig, knackig, interessant. Und das einzig Gemeine ist, man muss warten, bis sie abgekühlt sind, weil sie im jetzigen kochend heißen Zustand wirklich noch weich sind. So, also das Abkühlen hat jetzt wirklich gute 20 Minuten gedauert und diese Zeit zum Ruhen und zum knackig werden brauchen die Yogi-Kekse auch. Das Einzige ist, es sind nur noch 7. Nun guckt euch das mal an. Diese Kekse sind wirklich ein Segen. 5 Minuten rühren, 14 Minuten backen und einfach eine köstliche Nascherei für zwischendurch immer parat zu haben. Natürlich ist da Zucker drin, aber fühlt euch wiederum ganz frei in der Entscheidung, einen Ersatzstoff zu nehmen oder den Zucker zu minimieren. Ich mag es zum Kaffee am Nachmittag gerne süß und manchmal muss man halt auch mal sündigen. In diesem Sinne, ich würde mich ganz unendlich freuen, noch weiterhin mit euch zu kochen, denn mein wunderschönes, geheimnisvolles Yoga-Kochbuch hat noch ganz viele einfache, schnelle, gesunde Rezepte in sich. Macht's gut, bleibt gesund, lasst es euch schmecken. Haut rein.